So, ein wunderschön willkommen zurück zur ja zu meinem Creative Server Let's Play. So oder so ähnlich. Ja. So. Ja. Ich habe übrigens bei der hab ein bisschen geliebäugelt, wieder geguckt wegen neuen Mods und so. Und da habe ich überlegt, ob ich so eine XP-Mod einfüge. Die heißt XP, also XPRO. Ja, also XP für Experience und dann RO, keine Ahnung für was das steht. Auf jeden Fall wahrscheinlich Wortwitz für X Pro. Denke ich mal. Aber habe ich jetzt noch nicht gemacht, muss ich also gucken, ob ich jetzt wirklich mache, ob sich das lohnt, hier mit einem Level-System zu arbeiten. Widerstrebt mir so ein bisschen, von daher. Ja. Siehst du, was ich eigentlich mal gucken wollte? Haben wir hier eigentlich nicht ein. Nee, siehst du, haben wir nicht. Wir haben. Wisst ihr was? Ich mach mal etwas. Und zwar habe ich auf meinem Vanilla-Server Anvil drauf. Und ich schieb das Ding am besten auch einfach mal zu meinen ganzen anderen Servern. So. Vor allen Dingen aber zu dem Creative Server, weil das Ding können wir nämlich im Let's Play gut nutzen. Abbrechen. Achso, ja klar, hier ist ja. Ja. Genau, hier ist ja bereits nochmal drin. Dann kommst du dann noch mit zu. Und dann fehlt bloß noch mein Dreier-Server. Creative. So, jetzt haben wir auf allen Servern, die ich dann neu starte natürlich, auch die Anvil-Mod drauf. Easy. Gerade fürs Let's Play halt vielleicht doch ganz gut. Im Rahmen der Ressourcenknappheit, gerade was Mese und so angeht. So, starten wir mal ganz kurz die Dinger hier alle neu. Ja, mein Creative Server braucht mal ein bisschen länger, weil da hoffentlich Mods drauf sind. Sieht man ja auch schon hier, ne? Anzahl an Items, 700, 1000, 700 und hier einfach mal 6500, easy. Gehen wir erstmal dahin. So, jetzt kannst du werden. Okay, so, jetzt können wir spielen. Sehr schön. So, dann basteln wir nämlich gleich mal so ein Ding. Genau. Hoffe ich mal. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Bronze, ne? Haben wir letztens herausgefunden, dass wir Bronze auch ohne Solarstrom und so ein Kackgedöns erstellen können. Aber einfach mal, um hier noch ein bisschen mehr zu haben, was so in technische Richtung geht, wäre halt so ein Anvil ganz schön. So, das Ding, da brauchen wir 7 Eisen für. Und für den Hammer brauchen wir 6 Eisen. Ah, ist also ganz schön teuer. Naja, ist ja irgendwie verständlich, ne? Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie lange so ein Hammer hält, dann geht das eigentlich voll klar. Aber es ist halt doch erstmal ganz schön hohe Anfangskosten. Na gut, was soll's? Ich habe natürlich keinen Stab dabei. Was? Achso, hier. So, der Anvil kommt mich hier neben die Säge hin. Tada! So, und dann kann man mich jetzt schön wertvolle Werkzeuge. Ja, das hätten wir vielleicht machen sollen, bevor wir unsere Rainbow-Kacke verbraucht haben.
Na gut, für die Zukunft. Nee, können wir nämlich hier jetzt Sachen raufpacken. Sieht ungefähr so hier aus. Bam. Und dann kann man nämlich mit dem Hammer draufschlagen, glaube. Oder rechtsklick, keine Ahnung. Und dann, ja, wird das Ding halt repariert. Ist ganz geil. So. Der Hammer kommt dann aber erstmal hier oben mit rein. Hopp. Und genau. So, was machen wir heute? Also, der Weg hier ist ja soweit fertig. Die sieht irgendwie echt ein bisschen komisch aus. Ich würde hier oben ein bisschen noch so einen kleinen Vorsprung machen. Sieht das gut aus? Mal gucken. Wir haben noch 4 Stück. Das ist nicht so schön. So, quasi einmal so, so, so und so. Oh, ja, bitte nicht runterfallen. Das könnte wehtun. Weißt du was? Ich glaube. Achso. Ah, doch. Lol. Und du kommst mal hier hin. So. Sieht schon. Oh, stimmt, wir kommen hier gar nicht raus. Müsste ich auch noch eine Leiter drauf machen? Nee, dann nicht. Denn nicht. Das ist mir zu kompliziert. Zurück. Easy. So. Weil der Weg sieht hier halt so ein bisschen, ja, so fehl am Platz aus. Muss nur gucken, wie ich das noch schön mache, weil ich hier halt mit diesem ganzen Eck. Ich meine, auf der Seite geht's, aber hier auf der Seite fällt es halt wirklich extrem auf, dass es hier so eine Eckstruktur hat. Ach komm, zuerst mal hier. Ups. Zuerst mal hier schön, ne? Ernten. Die Felder sind mittlerweile auch alle fertig. Da können wir die auch alle mit einmal abernten. Easy peasy. Und ich werde vielleicht gleich mal hier die vorderen Felder entfernen. Zugunsten der Brücke. Mal gucken, ob ich da noch 4 Felder stehen lasse oder 6 Felder stehen lasse. Muss ich noch gucken. Weil das hier vorne soll auf jeden Fall weg. Das da hinten, das hier soll auf jeden Fall weg. Und dann kann ich eigentlich die beiden Felder hier wegnehmen. Dann bleiben die anderen 6 hier. Dann sind die vorderen 6 Felder quasi. Ne, die hinteren 6. Die hinteren 4 Felder für die ganzen Weizensachen. Und dann hier vorne kommt nämlich auf jeden Fall noch das Zeug hin, damit wir davon halt. Ne, damit es ein bisschen besser wächst. Oder muss man gucken, ob wir dann Gurken oder. Nee, komm. Gurken und Kartoffeln kommen dann später mit auf die hinteren Felder. Hier vorne kommt dann einfach noch Reis hin. Weil Reis braucht ja auch viel Wasser. Ne? Da kommen quasi hier die Sachen hin, die halt sehr viel Wasser brauchen. Also halt Getreide und dann halt natürlich Reis. Reis ist ja normalerweise sogar unter Wasser. Soweit ich weiß. Welches jetzt gerade verwechselt mit irgendwas anderem. Genau. Also quasi Getreide, Reis und dann halt die Baumwolle. So, jetzt müssen wir hier ins Wasser planschen. Danke. So. Tja, und was ich überlegt habe, ist, dass wir vielleicht dann wieder oben, also da kommen wir hier oben so gerade mit der Straße da an, die geht ja dann gerade da durch, und unsere Straße kommt von hier unten quasi dann noch so schräg hoch. Dass denn, wenn unsere Straße quasi an die Hauptstraße anschließt, ja, ob wir denn da noch sowas wie so einen Torbogen machen oder irgendwie sowas, so ein bisschen, ne, was etwas hergibt. Können wir da nochmal schauen?
Aber irgendwie habe ich da so ein bisschen Bock auf so was Extravagantes. Damit man auch gleich sieht, okay, da wohnt ein Wahnsinniger. Wäre halt schon schön. Ach ja, gute alte Feldarbeit hier. Gibt es einen Traktor? Oh, sowas ist ja mal geil, so eine Traktor-Mod. Also hier so eine Landwirtschaftsmod, wo man so riesigen Felder machen kann und dann quasi einfach mit so einem Traktor drüber fährt. Denn das abgeerntet wird und dann, was man im Traktor halt dran hat, dann gleich wieder angepflanzt wird. Also quasi sowas wie diese Dicktron-Mod. Nur halt nicht für Tunnelbau, sondern für Ackerbau. Wäre halt vielleicht mal ganz geil. Die Frage ist halt nur, lohnt sich sowas? Ich meine, sowas würde sich jetzt wirklich nur dann lohnen, wenn man halt massig hat. Also massig braucht. Sprich, also für so einen riesigen Großserver, der dann halt auch, wo dann halt ja ein richtiger Markt ist und so ein Scheiß. Weil einzelne Spieler werden dann so in solche Maßen gar nicht brauchen können. Selbst wir ernten jetzt eigentlich quasi schon viel mehr, als wir jemals brauchen könnten, dürfenerweise tun. Aber ist halt so. So, was wir brauchen, wäre hier nochmal eine kleine Schippe. Ich würde nämlich gerne gleich hier fertig machen. Die beiden Felder entfernen. So, das ist Reis. Reis kommt nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Genau, die Sachen eingebaut und Karton. Easy. So, die beiden Felder kommen weg. So, sehr gut. Da. So, und jetzt wieder alles aufbauen hier. Da ist die Erde. Sehr schön. So, ich finde noch was. So. Nummer 1, erfolgreich wiederhergestellt. Wo sind die ganzen Fackeln eigentlich in deinem Bild? Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt hat das doch hier wieder zu machen. Warum ist da grüner Gras? Das macht ja mal so hart. Achso, vielleicht. Hä? Okay. Lassen wir einfach mal so. Ich dachte, unter Wasser kann kein Gras wachsen, weil es auch keinen Sinn macht. Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass bisher irgendwo schon mal Gras gewachsen ist unter Wasser. Okay, ich brauch Sand. Zwei? Ja, zwei. Tada! So, Fackeln, genau. Eine kommt dahin, eine kommt dahin und eine kommt dahin. Easy peasy. So, jetzt sind die beiden Felder da hinten weg. Und wir haben jetzt hier noch drei schöne Felder, die aber mit der Brücke nicht kollidieren. So, da kommt hier hinten wieder Getreide drauf. Ach ja.
Schön, schön. Boink. Oder wir lassen das Reis weg und machen dafür zwei Felder mit Dixabunster. Hier mit, was schon? Baumwolle. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Baumwolle brauchen wir überhaupt noch. Eigentlich müssen wir mittlerweile. Doch, wir brauchen noch eine ganze Menge Baumwolle. So mal wie die ja auch für die Dinger hier verwenden. Für die, dann sag schon, hier für Baumwolle. Hier, für die Seile. Ja, gut. Dann sollte ich vielleicht doch beide Felder mit Baumwolle machen. Allerdings sieht das ein Scheiße aus. Ne, ich mache hier erstmal nur ein Feld Baumwolle hin. Zur Not kann ich dann, wenn wir da oben die Felder machen, ja, da auch nochmal Baumwolle hin machen. Irgendwo auf einem extra Feld dann, was dann irgendwo ist. Oh, Alter, ernsthaft? Danke. Arschloch. Oh, hallo. Ja, ja, die neue Maus, die ist definitiv ein bisschen anspruchsvoller. Habe ich zwar schon gut an sie gewöhnt, sieht man ja vielleicht auch, wie ich hier geschmeidig durch die Welt flohlocke. Frohlocke. Aber manchmal merkt man halt doch, dass die wesentlich ungenauer ist als meine alte Maus. Ja. Aber gut. Man gewöhnt sich an alles. Sehr schön. Easy peasy. Jutschen. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal zurück nach Hause. Gucken wir mal, was abgeht. Genau, dann gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Ob wir da oben erstmal weitermachen oder da hinten die Felder schon anfangen. Oder ob wir den Weg da anfangen. So viele Möglichkeiten. Das Problem ist, für den Weg brauchen wir halt auch wieder Compressed Cobble. Und da haben wir jetzt gerade gar nichts mehr übrig. Von daher können wir mit dem Weg das eigentlich noch gar nicht machen. Da müssen wir irgendwann richtig scheiße viel Cobblestone farmen. Hallo, die Waldfee. Ja, das heißt, wir packen erstmal hier. Packen erstmal so Taschen aus. Da, 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 da. Moment, du gehst ja gar nicht rein. Dich verarbeite ich gleich zu wunderschöner Seide. So. Hat ja gut funktioniert. Wie war denn da? Ach so, okay. Moment, ich habe gekriegt, kriegen wir denn das hier bitte? Ah, okay. Ja. So, 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 bam. Soll ich das tun? Leck mich. So, und das jetzt aber bitte so. Dankeschön. Und die restlichen beiden. Ach komm, weg da. So. Sehr schön. Das war richtig schön langes Seil für irgendwelche Höhlenmissionen, Höhlentouren oder ähnliches. Was machst du eigentlich drin? Bist du denn des Wahnsinns? Du kommst da rein. Und die Kiste ist langsam voll. Ach du Kacke. Ja, wir brauchen unbedingt Felder, um das ganze Zeug hier einzupflanzen. Die Tomaten, alles was hier drin ist, muss alles eingepflanzt werden. Ich glaube, wir fangen damit auch direkt an. Komm, ganz ehrlich. Da brauchen wir auf jeden Fall Sand, um die Felder vorzubereiten, weil da hinten ist ja alles Zuckersand. Dann brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Eisen und das Zeug um... Beziehungsweise nein. Ich mache das aus Bronze. Ich brauche nämlich Harken. Um die Felder vorzubereiten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Material für den Weg selber. Für den Weg würde ich am liebsten sowas hier verwenden. Die Frage ist, ist das genug? Andererseits bauen wir davon ja noch ein bisschen was ab. Gut, wir gucken erstmal. Achso, Lebensmittel. Ha! Sonst hungern wir wieder. Dankeschön. So, du einmal zu. Und dann gucken wir mal. A, auf welcher Höhe wir das Ganze machen und B, wie groß wir das Ganze überhaupt anlegen. Weil die Felder sollten jeweils schon so groß sein wie die Felder hier vorne, also mindestens 6x6.
wenn nicht sogar ein bisschen. Ah, nee, Quatsch, diese der hier 7x7. Hä? Haben die verschiedene Größen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ich schwöre, von der Umfahrt der Brücke sieht aus, wie als wenn 7 Felder sind. Wollt ihr mich jetzt hier komplett ruinieren? Da. Ach, weil das hier mal aussieht. Ja, weil da ist ein Feld. Ja, da ist ein Feld. Da ist ein Feld. Da ist ein Feld. Da ist ein Feld. Da und da. Aber das sind ja jeweils nur halbe Felder, weil nämlich das Feld genau genommen nicht da ist, wo es dick ist, sondern da, wo die Lücke ist. Da ist ein Feld. Und da. Und da und da und da und da. Das heißt, es sind 6 Lücken und damit 6 Felder. Ja, optische Täuschung. Nice. Ja, schön. Gut, also das ist. Doch, 6x6 Felder und so groß will ich denn hier gerne auch die Felder anlegen. So, Frage Nummer 1, auf welcher Ebene soll das Ganze stattfinden? Ich würde gerne doch schon 1 höher gehen. Nachteile brauchen wir ganz schön viel Sand, weil müssen wir hier alles auffüllen. Das heißt, wir gehen doch über eine Ebene runter. Easy. So, dann haben wir gleich auch noch ein bisschen mehr von diesem komischen Sand hier, was hier, ne, dieses Zeug da oben drauf hat. Dieser Tannenzapf, dieser Tannennadeln, Waldboden, Kackdöns. Ich werde das Ganze dann auch wiederholt bauen, was einfach den Hintergrund hat, dass wir ein bisschen mehr Sand bekommen. Das soll heißen, ich werde den ganzen Sand hier auch noch abtragen. Zumal der Sand hier auch scheiße aussieht, weil es hier dieser komische besondere Sand ist. Und wenn ich auch den ganzen Zuckersand. Oh, die Zuckersand muss ich sowieso abgraben, weil da soll der Sand hin. Aber vor allem, wenn hier drunter auch nochmal Erde ist. Nee, ist nicht. Okay. Dann hatte ich mich eigentlich vor, den auch abzutragen. So, hier tragen wir einfach mal alles ab, damit wir dann hier einen schönen homogenen Boden haben. Oh nein, meine Schippe ist kaputt. Wer tut denn diese? So, einmal die neue Schippe. Ich bin mal gespannt, wie lange wir es hierfür brauchen werden. Auf welcher Höhe kommt der Weg? Der ist hier auf der hier. Sollten wir das hier auch nochmal abgraben? Ich weiß nicht. Oh Gott, das wäre aber eine ganze Menge. Ja, holla die Waldfee. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Es würde aber halt optisch dann doch schon besser aussehen, vor allem hier vorne mit dem Weg. Oh mein Gott. Ja, komm. Und ich sogar gesagt, hier unten lasse ich den Falle wahrscheinlich sogar. Dann mache ich bei den Feldern, da wo wirklich die Felder hin sollen, mache ich dann auch nochmal einen Boden hin. Mal gucken, wie das dann aussieht.
Heißt also quasi, die Basis ist tatsächlich dieser Zockerland hier. Und ja, nur unsere Felder bestehen aus normalem Sand, der dann natürlich auch hier mit der Hacke gehackt wird. Mal gucken, wie sich das dann optisch hier einfügt. Alter, die Weiche. Weil die ist halt überall Zuckersand, ne? Von daher müsste ich jetzt hier den gesamten Zuckersand austauschen, die normale Erde, wenn ich das jetzt wirklich als Erde machen wollen würde. Ich weiß nicht. Wir gucken erstmal, wie es aussieht. Vor allem muss ich dann nur gucken, wenn wir jetzt hier Zuckersand lassen, ob wir denn den Hauptweg, also quasi der Weg zu unseren Feldern, wirklich aus dieser Erde hier machen. Oder ob wir da dann nicht doch hier was anderes benutzen, was dann mehr zum Sand passt. Das wäre halt die Frage. Oh, ich verhungere gleich. Du kommst dahin. Vielleicht ein bisschen Dessertsand, also dieser gelbe Sand. Haben wir davon was? Der würde sich dann halt immer noch abheben. Aber es wäre halt nicht so, so super kontrastreich im Vergleich zum Sand hier. Achso, weil ich gerade Sand abgebaut habe. Ich wollte gerade sagen, ich baue das die ganze Zeit hier gerade eine Erde ab. Aber nee, zwischenzeitlich kommt doch immer noch ein bisschen Sand. Ich weiß gar nicht mehr, woher diese Melodie kommt. Aber ich höre halt in letzter Zeit so unglaublich viele AMVs und alles, was so in diese Richtung geht. Dass ich mittlerweile selbst gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt von wo kenne. Aber das war, glaube ich, nicht von einem AMV. Das war noch damals, als ich Techno gehört habe. So. Jetzt haben wir hier schon mal eine. Ach du Kacke, was ist hier los? Oh mein Gott. Ja, komm. Rinder. Ach, hallo? Perfekt. So. Da das Ding müssen wir auch noch packen, anpassen. Machen wir in der nächsten Folge. Haben wir zumindest schon eine Grundbasis geschafft und können bald mit den Feldern anfangen. Easy.